Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute mal etwas anderes, heute spiele ich mal nicht, heute habe ich ein kleines Geschenk. Oder was heißt Geschenk, ein kleines Gewinnspiel. Ich habe hier noch einen AMD FX 8350, 8 Kerne, 4,2 GHz Prozessor rumliegen, den ich durch eine Reklamation bei AMD bekommen hatte, aber so spät, oder es hat so lange gedauert, bis der kam, dass ich mir vorher schon einen neuen gekauft hatte, weil mein alter durchgebrannt war. Weil mein Netzteil kaputt war und mein Netzteil mein Motherboard weggebrutzelt hat. Somit habe ich diesen jetzt über und ich habe mir gedacht, was mache ich damit? Ich habe gedacht, ich verschenke ihn einfach über YouTube. Also, das Einzige, was ihr tun müsst, um diesen zu gewinnen, der ist auch noch versiegelt, noch nicht geöffnet, komplett neu, hat auch den Red Cooler drauf. Abonniert meinen Kanal, liked das Video, kommentiert darunter. Am 30.10. werde ich dann mit Fanpage Karmas Glücksfee, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt hier, dieser Zufallsgeneratorseite, die halt unter allen Kommentaren einen Kommentar rauspickt zufällig, den Gewinner ermitteln und ihn dann auch anschreiben. Also vergesst nicht zu abonnieren, denn nur wenn ihr auch abonniert habt, könnt ihr gewinnen. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar kurze Daten dann zu dem AMD FX 8350, ein paar Tests, wie der im Vergleich zu anderen Prozessoren abschneidet. Aber ich denke mal, fürs Zocken ist das ein sehr guter Prozessor und damit werdet ihr auch alle aktuellen Spiele gut spielen können. So, dann wünsche ich euch viel Glück und ich drücke euch die Daumen. So. Jetzt als erstes eine kleine Grafik, da seht ihr, wie er im 3D-Markt der Prozessor abschneidet im Vergleich zu den Intel i5-Prozessoren oder i7-Prozessoren und ich denke mal, das ist eine ganz gute Leistung. Danach haben wir ein kleines Bild, da seht ihr den Unterschied zwischen i7-4790K und AMD FX 8350 bei Battlefield 4 auf Ultra Presets. 85 zu quasi 60 FPS ist natürlich ein Unterschied. Wenn man aber auch den Preis beachten würde, wenn man einen der beiden Prozessoren kauft, ist, würde ich sagen, für den Casual Gamer klar der FX 8350 die bessere Wahl. Also, vergesst nicht zu abonnieren, zu kommentieren, zu liken und ich wünsche euch viel Glück für das Gewinnspiel. Am 30.10. findet dann die Verlosung statt.